Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Interview der Woche hier auf MV1. Wir sind heute zu Gast in Zislow bei einem Mann, der Ihnen vielleicht bekannt sein dürfte, Dr. Peter Michael Diestel. Dr. Peter Michael Diestel war in der ausgehenden DDR der letzte Innenminister, das heißt der erste demokratisch gewählte Innenminister im März 1990 bis zum Oktober desselben Jahres. Diese Zeit liegt inzwischen fast 25 Jahre zurück. Genau 25 Jahre zurück liegt dieser Prozess, der das eingeleitet hat, nämlich das Jahr 1989 mit Mauerfall und den davorhergehenden Protesten und auch Unruhen. Wenn Sie in diese Zeit zurückgucken, Herr Diestel, aus heutiger Sicht, haben sich da Einstellungen, haben sich da Sichtweisen gewandelt oder sehen Sie das noch genauso wie damals? Also fast jeder Mensch wird mit einem zunehmenden Alter und erst recht mit 25 Jahren klüger. Das heißt, wenn ich jetzt zurückschaue und sehe, was wir damals gemacht haben, die erste frei gewählte DDR-Regierung, der ich, wie Sie sagten, als Innenminister und als Vizekanzler angehören durfte, was wir an der Seite von Lothar de Maizière in der Phase der Beendigung des Kalten Krieges in Deutschland an friedlicher Vereinigung herbeiführen durften, dann ist das nach wie vor eine Einmaligkeit. Und das ist auch für mich heute immer wieder eine Frage, wenn ich politische Ereignisse in der Welt heute betrachte, die ausschließlich von Berufspolitikern geregelt werden, die sind immer kriegerisch, die sind immer polarisierend, die sind immer aggressiv. Da unterscheidet sich der Zeitraum, in dem wir Verantwortung hatten und in dem wir friedlich unser Vaterland geeint haben, doch ganz anders. Der Erfolg hat ja immer wieder viele Väter und die Vereinigung war ein Erfolg, wenn man das im Großen und Ganzen auch gerade aus heutiger Sicht sieht. Aber natürlich, wo würden Sie den Erfolg in erster Linie, wo liegt der Erfolg? Wer hat diese Revolution durchgeführt? War das Gorbatschow? War das eine Reihe von Umständen oder war das auch der Westen, der den Osten ein Stück weit aufgeweicht hat? Vielleicht auch durch Kredite, vielleicht auch durch materielle Sachen. Also auch das schlichteste Gemüt wird feststellen müssen, dass die deutsche Einheit ausschließlich von ostdeutscher Seite ihren Verlauf genommen hat. Die Menschen im Osten, 17 Millionen, haben die Zivilcourage gehabt, eine kommunistische Diktatur abzuwählen und in eine freie Demokratie einzutreten. Das hat ganz wenig auch mit Herrn Gorbatschow zu tun, das hat wenig mit Herrn Kohl zu tun, das hat ausschließlich mit der Zivilcourage der Ostdeutschen und mit den glücklichen Umständen. Natürlich ist die Friedfertigkeit der UdSSR zum damaligen Zeitpunkt unter der Führung von Gorbatschow ein positiver Faktor gewesen. Natürlich hat Helmut Kohl sehr schnell begriffen, was sich hier abspielt, dass das zur Einigung führen kann. Aber wenn man überlegt, dass man noch 1988 den damaligen Generalsekretär der SED, Erich Honecker, als bedeutenden Friedenspolitiker in der BRD empfangen und bezeichnet hat, dann muss man einfach sagen, der Westen war von der deutschen Einheit so weit weg, wie es nie sein konnte. Die Menschen im Osten haben das Jahr 89 genutzt, haben sich zum Frieden entschlossen und haben sich einfach aufgerafft, haben sehr, sehr viel riskiert, waren sehr mutig und haben diese deutsche Einheit nach meinem Dafürhalten vorbildhaft für europäische und für künftige Veränderungen organisiert. Und diese Friedfertigkeit hat eine Einmaligkeit, da reicht ein ganz oberflächlicher Blick in die Geschichtsbücher. Sie gehörten ja damals zu den Leuten, die sich dadurch auch schon Feinde gemacht haben, dass sie von Anfang an oder so zu einem recht frühen Zeitpunkt auch schon die deutsche Wiedervereinigung gefordert haben. Woher diese Klarheit, woher dieser Durchblick auch zur damaligen Zeit, dass es vielleicht nur so geht? Also ich komme ja aus der Deutschen Sozialen Union, die habe ich damals mit einem Freund, Herrn Pfarrer Ebeling, gemeinsam gegründet. Er war der Vorsitzende, ich der Generalsekretär. Wir haben eine große Affinität zur CSU gehabt, persönlich zu Franz Josef Strauß, der mir als mustergültiger Politiker erschien. Und da war die deutsche Einheit eben nicht weit weg. Ich bin im deutsch-nationalen Sinne, im positiven, im fortschrittlichen nationalen Sinne erzogen worden. Mein Vater hat mir von dem Deutschland erzählt, das er selber erlebt hat. Und deswegen war das für mich von Anfang an ein politisches Ziel, auch als das Kanzleramt uns noch versucht hat, zurückzupfeifen. Es ist noch nicht so weit und ihr dürft das nicht sagen. Es ist gegen uns damals in der DDR strafrechtlich ermittelt worden. Aber wir haben als erste politische Struktur
die deutsche Einheit gefordert. Wenn ich sage wir, dann sage ich die Deutsche Soziale Union und das noch vor der Zeit, in der wir dann mit dem demokratischen Aufbruch und der ostdeutschen CDU in der Allianz für Deutschland waren. Dann haben sich die Ereignisse überschlagen. Man kann das übrigens auch alles nachlesen in einem Buch, das Sie geschrieben haben, aus dem Leben eines Taugenichts. Warum Taugenichts? Haben Sie das sich damals als Taugenichts empfunden, der dann sozusagen auch durch Glück, durch glückliche Umstände in die Politik gekommen ist und letztendlich auch zu dem Amt Innenminister? Ich habe mich nie als Taugenichts empfunden, aber ich bin so dargestellt worden, weil der Frieden, für den ich verantwortlich war, und das war die Aufgabe nun mal eines Innenministers und eines stellvertretenden Ministerpräsidenten. Diesem Frieden habe ich alles untergeordnet. Und da im Westen offensichtlich viele Menschen und vor allem die Politiker unter dem Kommunismus viel mehr gelitten haben als wir, wollten wir im Osten diese Friedfertigkeit nicht aufgeben. Ich habe jeden Stasi-Oberst und Stasi-General, auch jeden Polizeigeneral mit einem freundlichen Händedruck und einem Glas Sekt und einer Rose oder einer Nelke entlassen, weil das sich so gehört. Es gehört, wenn Menschen freiwillig die Macht abgeben, dann gehört zumindest sportlicher Anstand, diese Geste auch anzunehmen. Das haben viele Freunde, politische Freunde vor allen Dingen im Westen ganz schnell vergessen, aber ich habe es nicht vergessen. Und deswegen bin ich vielen Anfeindungen ausgesetzt gewesen und bin heute sehr froh, dass man sagt, es war ja richtig, dass diese Menschen damals in allererster Linie eine friedliche Entwicklung im Auge hatten und auf friedlichem Wege in das neue schöne Haus, nämlich die deutsche Einheit, eingetreten sind. Und das ist auch jetzt 25 Jahre, nachdem man über diese Dinge ja sehr locker spricht, wenn man sich überlegt, es waren fast 500.000 bewaffnete Russen. Mir unterstanden fast 1 Million Bewaffnete, alles Kommunisten auf diesem kleinen Gebiet in der DDR. Ein derartiges aggressives militärisches Potenzial hat es noch nie gegeben. Und das wäre mit Gewalt militärisch nie zu besiegen gewesen. Nur durch die Köpfe, mit Kerzen, mit freundlichen Worten, so wie wir es gemacht haben. Und deswegen ist der Weg richtig gewesen. Und deswegen tun heute viele so, als wären sie dafür verantwortlich gewesen. Und deswegen wird das auch versucht, dieses einmalige geschichtliche Ereignis umzudrehen. Aber ich sage es nochmal, es sind die ostdeutschen Menschen gewesen, die auf die Straße gegangen sind, die natürlich von dem Polizeipotenzial, von dem Potenzial der Staatssicherheit und den anderen bewaffneten Kräfte wussten und trotzdem auch diese Menschen an die Hand genommen haben, um in das geeinte, freie Deutschland zu marschieren. Gerade von den Seiten der Bürgerbewegten wurde Ihnen ja dann auch vorgeworfen, Sie würden mit dem System paktieren, Sie würden diesen Machtapparat nicht zerschlagen, sondern Sie würden diesen Machtapparat ein Stück weit am Leben erhalten und auch in eine Zeit überführen, wo dieser Machtapparat vielleicht noch weitermachen kann. Das ist ja dann nicht passiert. Aber Sie haben wie eben für den friedlichen Übergang plädiert und wollten auch diese Leute mitnehmen. Also viele dieser Bürgerrechtler, die damals sehr laut geschrien haben, sagen heute, vor allen Dingen die Theologen, die damals von der SPD und von den anderen neuen Strukturen dabei waren, ist es richtig gewesen. Es gibt natürlich einige, die die Laternen nutzen wollten, um Menschen aufzuhängen. Und die fanden auch dann im Westen immer entsprechende Klaköre, die das unterstützt haben. Der Weg war für uns nicht gangbar, der wäre auch mit mir nicht gegangen und der wäre vor allen Dingen mit den militärischen Strukturen im Osten nicht gangbar gewesen. Deswegen muss ich nochmal sagen, ich hatte nicht die Aufgabe, zum schönsten oder zum agilsten Innenminister oder dann vielleicht auch zum Berufspolitiker zu werden, sondern ich hatte eine einmalige historische Aufgabe mit der Mannschaft, in der ich stand, Lothar de Maizière, Krause und viele andere, nämlich diese Einheit zu organisieren. Das haben wir geschafft und das Ergebnis ist so riesig, dass sich heute sehr, sehr viele an diesem Ergebnis bereichern wollen. Aber es war eine Handvoll Leute, zu denen durchaus auch diese Bürgerrechtler gehört haben. Ich habe mit vielen von diesen Leuten in Fehde gelegen, aus unterschiedlichen, aus inhaltlichen Gründen. Aber ich will nur mal sagen, wenn man eine Kompanie Polizisten kommandieren will, dann muss man das studiert haben. Wenn man ein Regiment oder eine Division, dann muss man eine Akademie besucht haben. Und wenn man Minister einer solchen Struktur ist, dann muss man zumindest versuchen, so zu denken, wie die, die es können. Das ist uns geglückt und damit gut. Woher haben Sie die Kraft damals genommen, auch gegen den Strom zu schwimmen? Einerseits gegen den Strom natürlich der Bürgerbewegten und vieler Bürger in der DDR, die gedacht haben, was der Diesel da macht, das reicht nicht aus, sondern da muss man vielleicht auch mal richtig dazwischenhauen bei diesen alten Strukturen. Und dann natürlich auf der anderen Seite die Leute im Westen, die Sie ja auch vielleicht parteipolitisch sogar noch weiter hätten bringen können,
als sie es dann getan haben, aber sie waren nicht angepasst. Also sie haben auch sich in diese Struktur nicht eingefügt, sondern sie sind sich selber treu geblieben. Aus was für Beweggründen heraus? Wo war ihre Basis? Also erstmal hatten wir ein ganz klares Ziel. Ich hatte ein klares Ziel. Das war, mit der Wahl in diese Funktion war für uns das Ziel die deutsche Einheit. Dem haben wir alles untergeordnet. Ich habe die Unterstützung, ich stehe im christlichen Glauben, gelegentlich etwas undiszipliniert, aber er bestimmt mein Denken und mein Handeln. Und aus diesem Glauben heraus habe ich die Sicherheit gehabt, dass der Weg richtig ist. Und dann hatte ich die Unterstützung, ich sage mal, der Klugen der Älteren, wie Helmut Kohl, Weizsäcker, Egon Bahr, die Klugen, die gesagt haben, Distel, du musst weiter marschieren, die mitbekommen haben, dass die Führungskräfte der bewaffneten alten Strukturen auf mich gehört haben, die auch wussten, auch wenn ich dicke Oberarme hatte, gegen ein Regiment oder gegen eine Kompanie oder eine Division kann man nichts machen, wenn die sich militärisch erhoben hätte. Und uns ist dieses geglückt. Und dann muss ich Ihnen auch sagen, die Anzahl der Dummköpfe, die im Nachhinein alles korrigieren und anders bewerten, ohne dabei gewesen zu sein, die ist unübersehbar groß. Und wenn ich heute sehe, wie man versucht, dieses historisch einmalige Ereignis umzuinterpretieren, wie man Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten neu begründet. Es haben Leute in den Feierlichkeiten zur deutschen Einheit in der ersten Reihe gesessen, die habe ich nie gesehen. Ich wusste gar nicht, dass es die gibt, verstehen Sie, damals, zum damaligen Zeitpunkt. Das heißt, dieser Prozess war sehr attraktiv, war historisch einmalig und da möchten sich viele dieser politischen Pappnasen, würde ich mal sagen, auch sonnen in dieser Sache. Aber wir sonnen uns in dieser in dieser Atmosphäre. Die deutsche Einheit ist nun mal einmalig. Sie ist die Ostdeutschen haben die Kraft gehabt, die Mauer vom Osten her einzutreten. Das ist ihnen gelungen. Und wir leben jetzt mit großer Freude in der deutschen Einheit, müssen aber einen Beitrag leisten, dass diese Einmaligkeit nicht vergessen und auch nicht uminterpretiert wird. Einen Beitrag leisten wir ja schon an dieser Stelle. Wir wollen das auch gerne in anderer Form fortsetzen. Aber ich habe noch mal eine Frage zu aktuellen Ereignissen. Auch da ist ja Deutschland, auch die deutsche Bevölkerung sehr stark polarisiert bei dem Thema Russland. Was Putin jetzt mit der Krim macht, dass Putin sich einfach die Krim einverleibt und dabei natürlich noch auf die DDR hinweist, dass es ja auch damals eine Wiedervereinigung gegeben hat. Sind das Ihres Erachtens nach auch vergleichbare Prozesse oder spielt der Putin da im Grunde mit dem Feuer? Ja, wir sitzen ja hier in Zizlo und nicht in der Krim. Also ich sehe das schon mit einer gewissen Belustigung, wie Putin dort geschickt agiert. Und ein Teil, der zweifelsfrei russisch ist, wenn dort eben 90% oder 95% Russen leben, dann kann man das auch als russischen Teil, also als Teil Russlands bezeichnen. Ich sehe die russischen Interessen dort mit einer doch großen Geschicklichkeit von Putin vertreten. In Deutschland haben das kluge Politiker auch entsprechend gewürdigt. Ich will auf Gerhard Schröder von der SPD und auch Egon Bahr, der diesen Prozess sehr sinnvoll. Ob es so aggressiv, wie das Putin gemacht hat, hätte sein müssen. Er hat es erfolgreich gemacht und ich glaube, wenn man die Krim betrachtet, das sind in allererster Linie russische Interessen und nicht amerikanische und auch nicht westeuropäische. So dass ich das relativ flexibel sehe. Aber ich lebe nicht auf der Krim, ich lebe in Zizlo am Plauer See und hier sind die Verhältnisse anders. Aus Ihrer Sicht, wie sollte sich der Westen jetzt verhalten? Sollte er aburteilen oder sollte er auf Russland zugehen? Ich habe das Gefühl, dass man jetzt alles falsch macht, was man falsch machen kann. Die Wirtschaftssanktion ist so wie der kleine böse Junge, der in der Ecke steht und sagt, jetzt scheiße ich mal ganz kräftig in meine eigene Hose. So benimmt sich der Westen. Diese Wirtschaftssanktionen werden sich gegen die deutsche Wirtschaft richten, damit gegen den deutschen Steuerzahler. Es wird uns nur schaden. Ich bin der Auffassung, dass Putin dort etwas gemacht hat, was hemdsärmlich ist, vielleicht sogar völkerrechtswidrig. Aber wer macht das nicht? Wenn wir die letzten 20 Jahre ansehen, wenn wir die Verhältnisse am Balkan sehen, wenn wir den Afghanistan-Krieg sehen, wenn wir den Irak-Feldzug sehen, dann sehen wir, dass das Völkerrecht nie eine Rolle gespielt hat. Jetzt hat es wiederum keine Rolle gespielt, vielleicht verursacht durch die Russen. Und da muss man zumindest sich an die eigene Nase fassen und sagen, wann haben wir mit dem Völkerrecht Volleyball oder Fußball gespielt? Herr Distel, vielen Dank an dieser Stelle für das Interview. Liebe Zuschauer, Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Interview der Woche auf MV1 und bald auch wieder mit Herrn Distel.